Corona. Die Warn-App. Risikobegegnung. Der Mensch schreit, schnurz. Herzlich willkommen zu Extra 3. Gold für Deutschland. Woohoo! Ja, die Olympischen Winterspiele in Peking haben begonnen. Das bedeutet kritische Berichterstattung. Das war letzte Woche. Das ist jetzt vorbei. Das ist passé. Jetzt ist die Zeit der Jubelarien. Jetzt ist die Zeit der Push-Nachrichten. Dauernd poppt irgendeine Eilmeldung auf. Und jedes Mal denke ich, verdammt, was ist was in der Ukraine? Ist was passiert? Nein, da ist noch jemand sehr schnell den Berg runtergerutscht. Hurra, Gold für Deutschland. Klar, China ist eine Diktatur. Das ist es nach wie vor. Ich muss aber sagen, jetzt, wo die Spiele begonnen haben, finde ich den Begriff zu hart. Ich spreche lieber von alternativer Demokratie. Ich gestehe, Sie hatten mich schon bei der Eröffnungsfeier, als da diese uigurische Sportlerin das olympische Feuer entzündet hat. Da kamen mir die Tränen. In China werden die Uiguren brutal in Umerziehungslagern interniert. Dafür durfte eine der ihren die Flamme anzünden. Ich denke, jetzt sind sie quitt. Ganz exquisit war auch die Gästeliste bei der Eröffnung. Dass Putin dabei sein würde, das war ja klar, aber ganz spannend war ja, wer würde sonst noch so kommen? Es werden insgesamt 21 Staats- und Regierungschefs hier erwartet. Und das sind dann eben Staatsführer von Kasachstan, Tadschikistan, von Ägypten. Also die meisten dieser Staatsführer, die hierher kommen, sind tatsächlich Staatsführer von autoritären Staaten. Großartig. Da saßen zusammengenommen etwa 500 Jahre Menschenrechtsverletzung auf der Ehrentribüne. Einige Länder haben die Spiele ja diplomatisch boykottiert, Deutschland nicht. Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Nancy Faeser sind nicht angereist. Das war aber eine Art stiller Boykott, denn natürlich will Deutschland China als Handelspartner nicht düpieren, ist ja klar. Wir als Exportnation sind von China abhängig, denn Sie wissen ja, deutsche Politikerinnen und Politiker haben immer zwei Jobs. In Deutschland sind sie Politiker, in China Autoverkäufer. Und so kommt es, dass uns Deutschen die Rechte der Uiguren natürlich wichtig sind, klar, aber blöderweise kaufen die halt immer noch zu wenige VW. Diese Spiele sollen ja die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten sein. Aber rund um Peking liegt so gut wie nie Schnee. Das heißt, da müssen alle Pisten mit Kunstschnee beschneit werden. Damit es irgendwie nach Winter aussieht, wurden auch alle Zufahrtsstraßen und die umliegenden Hänge direkt mitbeschneit. Also die werfen da überall Schnee hin, damit man denkt, das ist ein Wintersportgebiet. Das Ganze ist aber so künstlich wie Disney World. Nur, dass es einen Unterschied gibt, Disney World hat mit Mickey Mouse den seriöseren Staatschef. Sportlerinnen und Sportler und Journalisten sind natürlich in einer sogenannten Blase gefangen. Das haben wir jetzt auch schon öfter gehört. Es gibt keinerlei Kontakt zur Bevölkerung. Niemand darf nach draußen. Und wer Corona hat, der hat nur noch Kontakt mit Robotern. Hier. Der Roboter bringt Essen. Es ist wohl das Menschlichste, was diese Spiele zu bieten haben. Ein Roboter, der was sagt. Und dann rollt er wieder weg. Was er da sagt, weiß ich nicht. Ich vermute, das heißt übersetzt, wenn du uns kritisierst, bleibt dein Test noch 3 Wochen positiv, Freundchen. Das ist natürlich alles nichts gegen den größten Roboter der Spiele, der Sprachcomputer, Sie wissen, wen ich meine, der halt seit Jahren immer das Gleiche sagt, Thomas Bach. Wir sind zuständig für die Olympischen Spiele. Erwartungen darüber hinaus an die Olympischen Spiele zu richten, dass die Olympischen Spiele das politische System eines Landes ändern könnten, das ist vollkommen überzogen. Sie können aber mithelfen, ein politisches System zu stabilisieren, wenn man nämlich als IOC auf Harmonie macht und einfach immer das Lied der chinesischen Führung singt, weil man gerade daran verdient. Richtig leid tun mir persönlich ja die Sportlerinnen und Sportler, die haben jahrelang trainiert für diese Spiele. Eigentlich sollte das ein großes Fest sein. Die Jugend der Welt sollte zusammenkommen. Und wie ist es jetzt konkret? Angekommen im Hotel. Das chinesische Personal ist im Pandemie-Schutzanzug. Der Geist von Olympia hier bekommt eine ganz andere Bedeutung. Null Covid und Spiele. Es geht, aber zu einem hohen Preis für alle Seiten.
bitter. Und dann heißt es ja immer Olympia. Das ist der Höhepunkt einer jeden Sportlerkarriere. Dafür macht man das ja alles. Für Olympia. Das ist der Höhepunkt des Lebens. Und dann solche Winterspiele mitten in der Pandemie, in einer Diktatur, die Oppositionelle einsperrt und umbringt, an einem Ort, wo die Natur zerstört wird, für ein Kommerz-Inferno. Also, wenn das der Höhepunkt im Leben ist, frage ich mich, wie sehen dann die Scheißphasen aus? Aber vielleicht liege ich da ja auch falsch. Deshalb schalten wir doch einfach mal direkt nach Peking zu unserem Korrespondenten Peter Wuttke. Hallo, Peter. Hallo. Sie sind nicht Peter Wuttke. Nee, ich bin Dörte Schneider vom Wachsteam. Ich wachse die Skier der deutschen Biathleten. Ach, und wo ist der Wuttke? Der hat Corona und sitzt im Quarantänehotel. Und sein ganzes Team auch. Deshalb hält unser Schießtrainer die Kamera. Der hat die ruhigste Hand. Und ich mache jetzt hier einen auf Reporterin. Naja, ich als Wachserin sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, das sage ich auch immer. Aber vielleicht können Sie uns ja auch ein paar Fragen beantworten. Wie ist denn so bei Ihnen die Stimmung im Olympischen Dorf? Bombe. Die Athleten sind total begeistert von der Mühe, die sich hier alle geben. Und wie schön das hier ist. Die haben die Sportstätten nämlich alle mitten in die schönsten Naturschutzgebiete gebaut. Für diesen Panoramablick haben die extra 4 Bergkuppen weggesprengt. Ja, für die Aussicht hat sich's auch gelohnt. Und wie kommen Sie so mit den Sicherheitsmaßnahmen vor Ort zurecht? China ist ja eh schon ein Überwachungsstaat. Und nun zu Olympia soll es ja noch schlimmer sein. Ach, die sind alle so zuvorkommend hier. Schon am Flughafen, da hat mir einer so eine spezielle App aufs Handy gespielt. Also eine, die immer alle meine Daten kopiert und sicher aufbewahrt. Wie so ein Backup. Falls mein Handy mal im Schnee landet oder so. Und als neulich Klopapier alle war, da habe ich einfach die Papprolle in die Überwachungskamera gehalten und gleich Neues gekriegt. Toll. Und die Corona-Maßnahmen sind eigentlich auch total... Ja, regelmäßige Tests, vorbildlich. Und Sie müssen ja da in einer abgeriegelten Blase bleiben. Sagen Sie, haben Sie überhaupt Kontakt zur chinesischen Bevölkerung? Ach, von den Chinesen bekommt man schon viel mit. Zum Beispiel all diese fleißigen Arbeiter, die ja überall den ganzen Kunstschnee hinblasen, damit es für die Kamera auch richtig schön nach Winter aussieht. Und die Leute von hier vor Ort, die erkennt man immer sofort an ihrem ungläubigen Staunen. Die haben noch nie in ihrem Leben Schnee gesehen. Aber wie sagt der Chinese so schön, wir können alles außer Buchstabensuppe. Frau Schneider, ich schätze, Sie waren als Wachserin schon ein paar Mal bei Olympischen Spielen dabei. Wie fühlt sich das jetzt an in einem Land, in dem weder Meinungs- noch Pressefreiheit herrschen und die Menschenrechte von Minderheiten wie den Uiguren mit Füßen getreten werden? Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe bis jetzt noch keine unterdrückten Uiguren gesehen. Und die Presse, die behandelt die Chinesen sehr gastfreundlich, also soweit ich das beurteilen kann. Gerade war hier einer, der hat einem niederländischen Reporter mitten auf der Straße so coole chinesische Kampfsporttricks gezeigt. So schwarzer Gürtel für Fortgeschrittene. Aber der Reporter, der war, glaube ich, noch Anfänger. Oh Gott, den muss ich morgen auch vertreten. Corona-Test. Und damit zurück ins Studio. Danke, Dörte Schneider vom Wachsteam. Man könnte ja die Frage stellen, warum finden solche Spiele überhaupt statt? Die Antwort liegt auf der Hand, weil Sponsoren dafür bezahlt haben. Firmen wie Alibaba, Airbnb oder Samsung sponsern diese Spiele. Und auch die Deutsche Allianz gehört zu den Hauptsponsoren. 400 Millionen Dollar fließen von der Allianz in insgesamt 10 Jahren ans IOC. Bestimmt hat die Allianz auch die Spiele in Peking versichert, gegen plötzlichen Wintereinbruch zum Beispiel. Der Versicherungskonzern möchte verstärkt auf dem chinesischen Markt Fuß fassen. Das ist verständlich. Ich glaube zum Beispiel, gerade wenn es um Risikolebensversicherungen geht, dann gibt es doch große Nachfrage bei den Uiguren. Gut, an eine Firma wie die Allianz, die ihren Namen dem Stadion des FC Bayern zur Verfügung stellt, sollte man vielleicht auch keine allzu hohen moralischen Ansprüche stellen. Aber wo holt die Allianz diese 400 Millionen Dollar her? Von den Versicherten. Also wenn Sie eine Allianzversicherung haben, Glückwunsch, dann tun Sie nicht nur was für Ihre Sicherheit, sondern auch für eine Diktatur. Ich freue mich schon auf die nächsten Werbeaktionen der Allianz. Was immer du vorhast, wir sind da. Und für jede abgeschlossene Hausratsversicherung unterstützen wir eine Menschenrechtsverletzung gratis. Natürlich müssen die Spiele auch stattfinden wegen der TV-Gelder. Das ist auch ganz zentral. Es geht da um Milliarden,
die das IOC für die Fernsehrechte einnimmt und Sender auf der ganzen Welt übertragen, fröhlich und live aus China, auch wenn da Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Aber Menschenrechte, das wissen Sie vielleicht, hören juristisch oft da auf, wo Fernsehrechte anfangen. Auch ARD und ZDF sind mit dabei. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollen etwa 45 Millionen gezahlt haben für die Übertragungsrechte der Spiele in Peking. Die Spiele 2022 und 2024 sind 46% teurer als die von 2018 und 2020. Das muss diese verdammte Inflation sein. Ich meine, dass man kritisch berichtet als öffentlich-rechtliches Fernsehen, das ist ja gar keine Frage. Aber Übertragungsrechte, muss das sein? Ich sag's Ihnen, ich sage nein. Ich finde, es muss nicht sein, ist meine Meinung. Andere sagen doch, es gehört zum öffentlich-rechtlichen Programmauftrag dazu, diese Winterspiele zu übertragen. Ich kenne den Programmauftrag jetzt nicht im Wortlaut, aber ich glaube, dass Eisstockschießen da erwähnt wird, oder? Ich glaube schon, ne? Doch, ich glaube, ja. Lassen wir es offen. Was auf jeden Fall zum Programmauftrag gehört, den Irrsinn da draußen sichtbar zu machen. Auch im Kleinen, auch hier in Deutschland. Jens Barkhorn und Klaus Halstrup. Die Anwohner im Osnabrücker Birkenweg sind sauer. Die Stadt hat das Fahren auf diesem Radweg etwas komplizierter gemacht. An allen Ständen heißt es Fahrradwege, Fahrradwege. Es muss was passieren innerhalb der Stadt. Und was passiert? Am Stadtrand wird uns ein Fahrradweg weggenommen. Also wie kurzsichtig ist das gedacht? Ach, was heißt denn hier weggenommen? Der Fahrradweg ist doch noch da. Nur eben mit einem kleinen Hindernisparcours. Geradeaus fahren kann ja jeder. Es wollen halt so viele mit ihren Autos durch den schmalen Birkenweg zum nahegelegenen Rubenbruchsee fahren. Autofahrer, die da durchfahren, haben zu wenig Zeit, weichen über die Seitenbereiche, Gehsteige aus, wenn ihnen Fahrzeuge entgegenkommen, sie parken dort und so weiter. Das ist schon seit längerem im Gespräch und deshalb haben wir eine Art Beruhigungsprogramm gemacht. Und das Beruhigungsprogramm hat funktioniert. Um den Autoverkehr zu beruhigen, blockiert man den Radweg. Logisch. Und das ist halt auch das, was die Kinder stört, ne? Und die beiden spielen hier ganz viel und die fahren mit dem Fahrrad, ihr fahrt mit dem Catcar hier rüber. Und also ich warte nur darauf, bis irgendein Kind vor so einem Pöller landet. Aber das ist ja die Herausforderung. Man muss so geschickt fahren, dass man unbeschadet durch die Stangen hindurchkommt. Aber selbst wenn man den Slalom meistern würde, Fahrräder sind hier jetzt tabu. Es ist nur noch ein Fußweg. Ja, die Kinder werden auf die Straße gedrängt. Aber ich sage zu meinem Sohn immer, nein, du darfst auf dem Gehweg fahren. Und wenn dich jemand anhält, ich zahle gerne 60 Euro. Ich zahle auch 100 Euro. Na, das ist doch perfekt. So kann die Stadt den Parkplatz finanzieren, den sie in der Nähe für die Besucher des Rubenbruchsees bauen will. Wahrscheinlich wäre es aber besser, die Autofahrer würden einfach mit dem Fahrrad zum See fahren. Nur leider ist der Weg dahin ja etwas schwieriger geworden. Es ist und bleibt der Traum fast aller Deutschen, das Eigenheim. Gerade Familien sehnen sich danach, das schöne Haus auf dem Land, eine offene Küche, ein Carport, zwei Kinder, ein Golden Retriever, ein kleiner Garten, wo die Kinder spielen und fröhlich rufen, Mama, Papa, wir sind in die Kacke von dem Golden Retriever gefallen. Ein Traum. Und dann die Nachbarn, die Nachbarin links, die fröhlich ruft, na, ihr habt den Rasen aber auch lange nicht gemäht, was? Und der Nachbar rechts, der fröhlich ruft, wegen dem Astüberhang sehen wir uns vor Gericht, du Arschloch, das ist Eigenheim. Es hat sicherlich psychologische Gründe, dass uns Deutschen dieser Traum so wichtig ist. Fachleute sprechen da von einem sogenannten Gebäudekomplex. Ich glaube, es ist die Vorstellung, es gibt da dieses eine Haus und das ist dann die Kulisse für das gesamte Leben. Alles findet da statt. Einzug, Geburt des ersten Kindes, Geburt des zweiten Kindes, Anschaffung des Hundes, Erhöhung des Leitzinses, Geldsorgen, Scheidung, Auszug, Zwangsversteigerung, alles. Inzwischen sieht die Lage so aus, dass sich dieser Traum von der eigenen Immobilie auch für viele Doppelverdienende mit ordentlichem Einkommen niemals erfüllen wird, denn Häuser sind inzwischen zu teuer. Nicht nur in den Städten oder rundherum, sondern auch in kleineren Orten sind die Immobilienpreise in schwindelerregende Höhen gestiegen. Und wenn man dann sogar ein Haus bauen will, dann ist es noch schwieriger. Man findet kaum Bauland und die Baukosten gehen richtig durch die Decke. Zumindest bei den Leuten, die sich eine Decke überhaupt leisten können.
Früher haben wir gesagt, die Baukosten gehen durch die Decke. Heute kann man sagen, die gehen bis zum Mond. Wir haben 60, 70, 80% Baukostensteigerung. Wir finden auch keine Handwerker mehr. Früher hat man angerufen und gefragt, was soll es kosten? Heute ruft man an, haben Sie Zeit? Und die Antwort ist meistens, die gehen teilweise nicht mal mehr ans Telefon. Reinhold Messner behauptet, er hätte auf dem K2 mal einen Klempner gesehen. Ich halte das für ein Gerücht. Und was denken Sie, warum die Akropolis so aussieht? Seit 447 vor Christus wartet man auf die Handwerker, damit die da endlich mal die Außenwände fertigstellen. Oder die Golden Gate Bridge ist immer noch nicht golden. Seit langem sollen da schon Maler kommen, das Ding endlich mal gold lackieren. Oder der Berliner Fernsehturm. Wann kommen da die Elektroinstallateure und montieren den Fernseher? Und wenn dann mal ein Handwerker kommt, dann ist er sündhaft teuer. Handwerker können ja inzwischen in Privathaushalten fast jeden Preis aufrufen. Nachbarn von mir haben sich ihr Gästeklo jetzt von Gerhard Richter streichen lassen. Der war billiger als der Malermeister. Die Materialkosten auch unglaublich erhöht inzwischen. Bauholz ist wahnsinnig teuer geworden. Bauholz ist so teuer, in vielen Häusern sind die Nistkästen inzwischen wertvoller als das Haus. Auch Stahl ist teuer, Eisen ist teuer, Zement, Wahnsinn. Zement ist so teuer, dass selbst die Mafia über alternative Bestattungsmethoden nachdenkt. Inzwischen. Und zu allem Überfluss hat dann Wirtschaftsminister Robert Habeck im Januar auch noch überraschend die KfW-Förderung für bestimmte Energieeffizienzhäuser gestoppt. Also großes Chaos, große Unsicherheit. Manchmal hilft wahrscheinlich nur improvisieren und die Ansprüche einfach runterschrauben. Baumhaus, wenn es gut werden muss, aber alles andere zu teuer ist. Das Thema ist allgegenwärtig, auch im Fernsehen. Hier. Die teuersten Bauwerke der Menschheitsgeschichte. Platz 3. Ja, die Effi. Oh, die war teuer. Ja. Platz 2. Ah, na klar, der BER. Oh, der war auch teuer. Ja. Und Platz 1, das Holzhaus von Familie Kasulke in Tuttlingen. Boah, das ist ein Holzhaus. Oh, die sind ja total irre. Was für eine Protzhütte, Milliardäre oder was? Vollkommen aus Holz. Lauf, Forrest, lauf! Die KfW-Förderung gibt's jetzt nur noch bis heute Abend, also sieh zu, verdammt! Und die drei Könige aus dem Morgenlande zogen gen Bethlehem und brachten dem Kind ihre wertvollsten Gaben dar. Fußleisten, Parkettdielen und Dachlatten. Boah, ist das schwer! Das ist Wahnsinn! Du schickst mir keine Dämmwolle! Wolle, Wolle, Wolle! Eiskalt lässt du meine Füße erfrieren. Bauvengers, was bisher geschah? Der fiese Thanos hat den letzten Baustein der Macht in seinen goldenen Arbeitshandschuh gesteckt. Mit nur einem Schnipp will er auf jeder zweiten Baustelle die Bauarbeiter verschwinden lassen. Wie sollen wir so fertig bauen? Macht's gut, ihr Türken! Auf diese Steine können sie nicht bauen, auf keinen Fall. Dieses Stück Holz ist zu teuer für uns beide. Ja, aber wir könnten uns einen Dritten suchen und zusammenlegen. Das ist eine gute Idee, der Hansi ist da hinten, der hat immer Geld auf Tasche, komm. Stimmt. Wer will fleißige Handwerker sehen, der kann sich hinten anstellen gehen. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Baumaterial geliefert wird. Ein Film von Jesko Friedrich und Henning Nasse. Gestern war der 8.2. Das ist der zweite Tag der zweiten Woche des zweiten Monats und damit Safer Internet Day. Am Safer Internet Day geht es um die Sicherheit im Internet. Viele deutsche Behörden sind noch nicht so weit, für die war gestern Safer Faxgeräte Day. Der Safer Internet Day ist tatsächlich jedes Jahr am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats. Das kann man sich gut merken. Und es ist trotzdem kompliziert genug, um nicht gleich entschlüsselt zu werden. Denn Sie wissen auch, Cyberkriminalität ist ein Riesenthema. Es gibt Hackerangriffe auf Privatleute, auf Firmen, auf kritische Infrastruktur.
Es gab vor 7 Monaten einen großen Hackerangriff. Da wurde der Landkreis Anhalt-Bitterfeld gehackt. Da erschien auf den Bildschirmen Landkreis Anhalt-Bitterfeld. You are fucked. Danke für die Info, aber das wussten die nun wirklich auch schon vorher. Ich habe den Safer Internet Day genutzt, um meine Passwörter sicherer zu machen. Ich weiß, es nervt immer ein bisschen, neue Passwörter. Und dann muss man die Haustiere wieder umbenennen, damit man sich die auch merken kann. Wörter mit Sonderzeichen nehme ich nicht mehr. Ist mir zu unsicher. Ich habe jetzt als Passwort für die wichtigen Konten die 00000000. Das klingt schwach, ich weiß, aber nur ich kenne die richtige Reihenfolge. Hier eine Untersuchung aus dem Jahr 2020. Die häufigsten Passwörter weltweit waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Picture One, Passwort. Da fragt man sich schon, warum man beim Internet immer noch von der Weisheit der vielen spricht. Also so sind sie natürlich nicht vor Hackerangriffen geschützt, meine Damen und Herren. Sie sind nur geschützt, wenn sie das hier bei Facebook posten. Hiermit widerspreche ich, gehackt zu werden. Ein Scherz. Ein Mindestmaß an Schutz, und das meine ich jetzt ernsthaft, ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die sollte man wirklich nutzen, wo immer die angeboten wird. Man muss sich dann einfach beim Anmelden noch zusätzlich zum Beispiel übers Handy legitimieren. Sinnvolle Sache. Vielleicht könnte uns mehr Legitimierung und Authentifizierung auch im wirklichen Leben helfen. Morgen, Schatz. Guten Morgen. Frischer Kaffee. Kriege ich auch einen? Schon authentifiziert? Benutzername schnuppi@ehegatt.de. Mhm. Passwort 0815. Identität von Schnuppi bestätigt. Ist es wirklich der eigene Ehepartner, der mit am Frühstückstisch sitzt? Bei sowas will man ja sicher sein. Deshalb authentifizieren wir uns jetzt auch im Alltag. Ah, hallo Oma. Stopp! Wer weiß denn, ob du wirklich Sabines Oma bist, liebe Hannelore? Stimmt. Man hört ja so oft vom umgekehrten Enkeltrick. Mailadresse und Passwort bitte. Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Na gut, dann die Sicherheitsfrage. Mit wem bist du zum ersten Mal fremdgegangen? Das geht mir so auf den Senkel. Ja, aber sonst sitzt nachher am Geburtstagstisch bei uns eine wildfremde Oma. Was für das Home Banking funktioniert, kann ja im Home Home nicht verkehrt sein. Oh, du möchtest unsere Toilette benutzen. Na, dafür brauchst du aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja, genau. Ohne Code kein Pipi. Also, wie lautet die Seriennummer vom Toaster? Was? Na los, der Code gilt nur 10 Sekunden. Lauf! EWX 3011-9. Ach, das hat jetzt zu lange gedauert. Los, der neue Code ist der Stand vom Stromzähler um genau 15.10 Uhr. Hopp, hopp. Authentifizierung ist total wichtig, denn es lauern ja überall Betrüger. Mit Safety First lebt es sich auch viel entspannter. Meine Enkel haben ja nicht ganz Unrecht. Boah, Oma, ist das alles für mich? Moment. Erst musst du mir beweisen, dass du kein Roboter bist. Zeig alle Bilder mit Ampeln. Das... Das. Falsch. Das. Falsch. Dann aber das 5. von links in der 2. Reihe. Nein, auch falsch, ihr Dödel. Da ist eine Ampel und da auch. Nein. Können wir nicht was anderes? Nein, los, jetzt schneller. Das. Ist das eine Ampel? Nein. Aber das. Nein. Da. Das ist eine Ampel. Wieder falsch. Das da ist eine Ampel. Hier vorne. Ein Film von Patricia Kümpel und Oliver Durke. Und wo wir gerade über Sicherheit im Netz reden, viele Menschen fragen sich ja besorgt, kann ich eigentlich im Netz noch jemandem einen Mord androhen und mir sicher sein, dass ich nicht zur Verantwortung gezogen werde? Und bislang konnte man immer sagen, ja, diese Sicherheit bietet Telegram. Jetzt erfahren wir, dass Telegram einige Kanäle von Attila Hildmann gesperrt hat. Wo gibt's denn sowas? Hier sind wir verunsichert. Tut sich da doch was? Worüber reden wir hier? Telegram galt ja vor ein paar Jahren noch als eine sichere und datensparsame WhatsApp-Alternative. Dann hat sich die Plattform mehr und mehr entwickelt zu einer Art Teleprompter für Verschwörungsschwurbler. Und nicht nur das, bei Telegram gab es an jedem Tag seit November einen Mordaufruf. Und das nur in den Chatgruppen, die öffentlich waren. Mordaufrufe, und das wird jetzt viele überraschen, sind verboten. Eigentlich müsste Telegram diese Gewaltaufrufe per Gesetz sofort löschen, innerhalb von 24 Stunden. Das macht die Plattform aber nicht. Deswegen haben Justizbehörden Bußgelder verhängt, kommen aber nicht an die Verantwortlichen ran. Woran liegt das?
Ja, Telegram hat jetzt nicht so einen repräsentativen Unternehmenssitz wie zum Beispiel Facebook oder Google, wo man einfach hineinspazieren könnte oder anrufen kann. Gegründet wurde die Plattform von dem Russen Pavel Durov und mittlerweile wird deren Firmensitz in Dubai angegeben. Und daraufhin auch die deutsche Regierung ihre Bußgeldbescheide in Millionenhöhe geschickt, allerdings keine Antwort erhalten. Hat wohl keiner aufgemacht in Dubai. Die Briefe sind vielleicht bei den Nachbarn gelandet. Die können ja Deutsch. Sind ja in der Regel deutsche Influencer, die sich da in Dubai den Arsch vergolden. Ich kann mir auch denken, dass es an der Art der Bußgeldbescheide lag. Ich vermute, die waren zu kompliziert formuliert. Kann man sich doch schon vorstellen, oder? Da stand dann irgendwas von gemäß Paragraph W, Absatz M des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes entgeht der Bescheid zur Zahlung eines Bußgeldes wegen Verstoßes gegen die im Netz-DG behördlich festgelegten Regelungen, Schnarch und so weiter. Das verstehen die gar nicht. Ein Bußgeldbescheid, der bei Telegram ankommt, der müsste so aussehen. Wenn ihr Spacken das Bußgeld nicht zahlt, kommt der Staat und hängt euch an den Eiern auf. 111, 111. Jetzt hat die Bundesregierung es mithilfe von Google offenbar doch geschafft, eine Mailadresse von Telegram herauszukriegen und offenbar mit einem Vertreter gesprochen. Mal sehen, ob es da weitergeht. Also wenn es nicht funktioniert, also wenn wirklich weder auf Mail noch auf Post noch auf Klingelstreiche reagiert wird, dann muss es das Innenministerium vielleicht doch nochmal bei Bitte melde dich versuchen. Was war sonst noch wichtig diese Woche? Hier ist abgehakt die Woche aus der Sicht der Nachrichten von Sine Wiegers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und damit ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Mitten in der Russland-Ukraine-Krise ist Olaf Scholz' USA-Reise eine knifflige Herausforderung. Olaf Scholz, der hat heute wirklich viele Erwartungen dabei und die wiegen durchaus schwer. Durchaus, denn wird der Vermeider von Klartext es auch heute beim US-Präsidenten schaffen, die Sanktionsmöglichkeit Nord Stream 2 nicht zu erwähnen? Na. Bisher ist von dem Stichwort Nord Stream 2 noch nicht die Rede gewesen. Super. Aber wenn dann eine Journalistin ganz direkt fragt nach der deutschen Abhängigkeit vom russischen Gas? Schönen Dank für die Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, ein Thema anzusprechen, das mich sehr bewegt. Wird er jetzt etwa Klartext sprechen? Olaf, reiß dich zusammen! Öl, Kohle und Gas, die Heizung zu Hause und das Autofahren, Offshore, Windenergie, Onshore, Wasserstoff mit der Zementherstellung. Geschafft, er nur wieder. Der Bundeskanzler hat wieder das Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen. Der Vermeider von Klartext, souverän nach Hause gebracht. Sie denken, Markus Söder sei ein Corona-Wendehals, denn plötzlich kündigte Bayerns Ministerpräsident Söder ein großes Lockerungspaket an. Aber vielleicht lernen Sie einfach mal söderisch. Lange galt ja der bayerische Ministerpräsident Söder in der Pandemie quasi als Kapitän im Team Vorsicht. Die Zeiten sind offenbar aber vorbei. Nein, es heißt dann nur auf söderisch. Also Vorsicht, ja, aber immer mit Hoffnung. Mit der Hoffnung, die Sie sofort aufgeben können. Die Impfpflicht für Pflegekräfte soll in Bayern erstmal nicht umgesetzt werden, obwohl sie Söder vor einem Jahr selber ins Gespräch gebracht hat. Ein durch Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz im eigenen Bundesland einfach nicht umsetzen. Wie nennt man das? Es braucht doch Akzente. Söderisch, so simpel. Für die Bürger gelten die Gesetze, aber für den Ministerpräsidenten nicht. Es wird einfach nicht umgesetzt. Das ist schwer zu vermitteln. Nicht, wenn man söderisch kann. Einer kann es. War sonst noch was? Ach ja. In der niederländischen Hafenstadt Rotterdam soll demnächst die neue Riesenjacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos auslaufen. Naja, Riesenjacht. Bezos' neue Superjacht sei mit den später hinzukommenden drei Masten zu hoch, um auf dem Weg von der Werft zum Meer unter der alten Brücke durchzukommen. Aber Bezos hat einen vernünftigen Vorschlag für die Brücke. Und die will Bezos jetzt kurzerhand abbauen lassen. Ja, mehr Mut zur Lücke in der Brücke. Das war Extra 3 für diese Woche. Wenn Sie noch Lust auf mehr Satire haben und vielleicht einfach keine Bilder mögen, es gibt ja auch Satire im Radio, zum Beispiel von unserer Schwestersendung Intensivstation. Immer montags um 21 Uhr auf NDR Info oder jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Nächste Woche extra wieder im Ersten, das heißt wieder am Donnerstag und nach den Tagesthemen. Ich freue mich drauf. Bis dahin. So, was jetzt? Zuerst in die eine Ecke deuten.
Da gibt es noch mehr von Extra 3. Dann in die andere Ecke deuten. Da kann man abonnieren. Wichtig, das mit der Glocke sagen. Okay. Das mit der Glocke. Das alles bitte locker, fröhlich und entspannt.